Ey Leute, ich bin ZF und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Jofi, den zweitbesten Kanal auf ganz YouTube, denn der beste ist natürlich ZF. Beide Kanäle könnt ihr natürlich gerne abonnieren und die Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. So, wir kommen hier auch zum brandneuen, naja, halb brandneuen Format, und zwar Timeout News. Ja, Timeout News jetzt auch endlich mit Logo. Für Timeout gibt es dieses Logo und für Timeout News gibt es dieses Logo. Und ja, was bedeutet das jetzt also? Also, Timeout ist ja das Basketball-NBA-Format hier, das neue auf dem Kanal, wo ich also so ein bisschen eben darüber rede, über aktuelle Themen, was so los ist. Und das neue Format Timeout News bezieht sich also eben nur auf Nachrichten, also was so aktuell so abgeht, und ich gebe euch dann meine Meinung so dazu ab, also mein Senf so dazu. Ja, das ist das ganze Format und das ist jetzt also die erste Ausgabe von Timeout News. Ja, wenn es euch gefällt, ne, wie immer Like da lassen und auf jeden Fall in die Kommentare schreiben, was ich noch verbessern kann, was nicht, dies, das. So, das erste Thema des heutigen Videos ist Dennis Schröder. Der hat nämlich einen Vertrag abgelehnt, also eine Vertragsverlängerung. Er wurde ja getradet von den Oklahoma City Thunder zu den Lakers. Dafür haben die Thunder noch Danny Green bekommen und einen Erstrunden-Pick, also den 28. Draft-Pick. Und ja, Danny Green ist ja dann weitergewandert zu den Philadelphia 76ers, aber das ist ja egal. Jedenfalls, der Trade ist man ja dann nur bis zum Ende der Saison bei dem Team, wo man eben hingetradet wurde. Und die Lakers haben sich halt gedacht, ja gut, ne, so schlecht ist ja der Dennis ja eigentlich gar nicht. Machen wir ihm mal ein Angebot, und zwar ein 4-Jahres-Vertrag mit 84 Millionen Dollar insgesamt. Bedeutet also, er würde so circa 21 Millionen Dollar im Jahr bekommen, aktuell. Und auch davor hat er laut der Seite Hoops Hype 15,5 Millionen Dollar jährlich halt bekommen. Davor, also sprich 17, 18 bei den Hawks, dann auch 18, 19 und 19, 20 bei den Thunder und eben jetzt auch bei den Lakers. Und bedeutet, es wäre halt etwas mehr Geld. Allerdings hat Schröder abgelehnt. Ja, er hat einfach den Vertrag abgelehnt. Es gibt natürlich einige Sachen, die dafür sprechen, dass er abgelehnt hat, aber natürlich auch welche dagegen. Darauf werden wir gleich mal eingehen. Aber ja, eigentlich für seine Statistiken ist es jetzt eigentlich, wäre das jetzt eigentlich auch eine gute Idee gewesen, weil die Sache ist, dass er im Vergleich zu den anderen Jahren, zum Beispiel im Vergleich zu letztes Jahr, jetzt seine Statistiken jetzt nicht so wahnsinnig in die Höhe geschossen sind, dass er jetzt irgendwie jetzt richtig viel Geld verlangen müsste, um eben da zu bleiben, sondern seine Statistiken sind ziemlich durchschnittlich. Er macht nämlich in dieser Saison 15,4 Punkte pro Spiel, 3,5 Rebounds, 4,9 Assists pro Spiel und ja, im Großen und Ganzen, ja, ist das jetzt nicht wahnsinnig krass, wenn man an der Seite von jemandem wie LeBron James spielt, der ja auch wahnsinnig viel Spielanteile auf jeden Fall hat. Natürlich, aktuell ist er verletzt, deswegen muss der Schröder auf jeden Fall ein bisschen mehr da machen. Aber im Großen und Ganzen, wenn man in so einem Team ist, dann ja, ist es dann auch normal, sage ich mal, für jemanden wie Schröder, der halt Point Guard ist, dass man dann eben so eine Zahlen auflegt. Natürlich kann man jetzt auch sagen, ja, er könnte ja auch mehr machen. Ja, natürlich könnte er es, aber es ist jetzt jedenfalls, seine Statistiken aktuell sind eben kein Grund, unbedingt jetzt dann eben mehr Geld von den Lakers zu verlangen und dadurch eben abzulehnen. So, bedeutet also, dadurch, dass jetzt Schröder nicht angenommen hat, könnte man natürlich annehmen jetzt, dass er dann im Sommer, also dann, wenn die Saison vorbei ist, in der Offseason, dass er dann bei einem anderen Team unterschreibt. Da kann er natürlich, da ist er dann in der Free Agency drinne. Und der Punkt ist halt eben, dass er dort dann eben seine ganzen Angebote sich angucken könnte und dann eben bei einem anderen Team dann für
wahrscheinlich auch deutlich mehr Geld unterschreiben könnte. Die Sache ist eben einfach, dass er natürlich zum Beispiel zu einem Team wie, was weiß ich, die Detroit Pistons oder so gehen könnte und dann eben, die würden ihm wahrscheinlich einen fetten Vertrag anbieten oder Orlando Magic oder whatever. Aber das Problem ist, dass er dann wahrscheinlich eher nicht erfolgreich spielen könnte. Natürlich würden seine Zahlen dann, also seine Statistiken, ein bisschen wieder in die Höhe gehen. Aber schlussendlich kann er ja zum Beispiel nicht nur dieses Jahr, sondern auch in den nächsten Jahren dann eben an der Seite von LeBron James und Anthony Davis, nicht nur dieses Jahr, sondern auch eben wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren dann bei einem Team, was eben dann Contender ist. Also ich hätte auf jeden Fall an seiner Stelle unterschrieben, das muss man einfach mal ganz klar so sagen. Ob er jetzt hofft, dass er irgendwie wirklich noch richtig viel Geld irgendwie da rausziehen kann oder so, weiß man halt nicht. Generell, was er so vorhat, weiß man ja nicht, aber im Großen und Ganzen macht es für mich persönlich gar keinen Sinn. Klar, natürlich gab es jetzt auch in letzter Zeit Trade-Gerüchte, vor allem wegen der ganzen Kyle Lowry-Sache. Ja, kann es natürlich dann immer mal wieder passieren, dass es Trade-Gerüchte gibt. Aber im Großen und Ganzen, ja gut, wo gibt es es halt nicht? Ne? Also solange du jetzt nicht der Top-Spieler des Teams bist, gibt es halt irgendwie eigentlich immer Trade-Gerüchte. Ob die jetzt stimmen oder nicht, das ist dann auch wieder so eine andere Sache. Also ob das jetzt sehr wahrscheinlich ist oder nicht. Aber ja gut, was ich sagen wollte, also das kann natürlich immer wieder passieren, dass du jetzt einen fetten Vertrag unterschreibst und dann wirst du dann doch irgendwie getradet, aber ja, er wohnt jetzt auch nicht mehr in einem Airbnb, ne? Also hat sich jetzt ein Haus gekauft, das kann man ja auch in seinen Vlogs bei YouTube sehen, das ist auf jeden Fall empfehlenswert, kann man sich mal gerne angucken, ne? Er hat eine Frau, er hat ein Kind, ne? Da ist es jetzt auch immer so eine Sache mit dann wieder wegziehen und wie gesagt, vor allem, wenn man sich ein Haus kauft für ein paar Millionen, dann ist es so, dann macht es halt irgendwie dann gar keinen Sinn. Die Sache ist, ich finde, Schröder sollte auf jeden Fall bei den Lakers bleiben und es war auf jeden Fall jetzt nicht die beste Idee, diesen Vertrag nicht zu unterschreiben. So, dann nächste News, Breaking News übrigens. Also es wird jetzt in den nächsten Posts jetzt hier eingeblendet werden, immer so sein, dass da Breaking News steht, weil NBA County und The Baller Media, zwei ziemlich gute Seiten, wie ich finde, bei Instagram, wo man immer up-to-date ist. Natürlich weiß man hier und da mal nicht, ob das jetzt wirklich so wahrscheinlich ist oder ob das jetzt nur irgendwas randommäßiges reingeworfen wird, aber das sind meistens immer irgendwelche Reporter, irgendwelche Insider oder irgendwelche, Basketballmagazine in den USA, deswegen. Es geht nämlich um DeMar DeRozan und zwar sind die New York Knicks angeblich dran, DeMar eben in der Free Agency dann zu holen nach New York. So eine Sache ist, ob der jetzt da weggehen würde von den San Antonio Spurs, das sei mal dahingestellt. Letztlich ist es ja nur ein billiges Gerücht, wenn man so will. So mehrere NBA-Führungskräfte, also mehrere General Manager und generell Verantwortliche von NBA-Teams glauben, dass Kawhi Leonard und Bradley Beal für diese Off-Season, also für den Sommer, ne, nach der Saison eben, dass sie dann verfügbar sind, damit man sie dann holen kann per Trade oder so. Der Trade zum Beispiel, wenn die Clippers das Ganze wie letztes Jahr wieder so ein bisschen verkacken in den Playoffs, dann würde es gar nicht so unwahrscheinlich finden, dass Kawhi dann zu einem anderen Team geht. Mit Bradley Beal ist halt so eine Sache, er spielt halt zusammen mit Russell Westbrook in Washington bei den Wizards. Ich würde es gar nicht so unwahrscheinlich finden, wenn er für den Rest seiner Karriere dort bleiben würde in Washington, wenn er bis zu seinem Karriereende dann ein Zauberer ist. Ja, weil Bradley Beal hatte schon ganz, ganz viele Möglichkeiten, zu einem anderen Team zu wechseln. Aber er will einfach da bleiben, kann ich auch verstehen, ist auch völlig in Ordnung.
Ja, ich finde es generell ein bisschen übertrieben, wenn zum Beispiel irgendein Spieler jetzt alle halbe Jahre oder jedes Jahr irgendwie sein Team wechselt. Irgendwie. Ja, die Boston Celtics wollten eigentlich erst Andre Drummond bekommen. Jetzt ist er zu den Lakers gewechselt, eben von den Cleveland Cavaliers. Und ja, da gab es halt diese ganze Sache mit dem Buyout und so. Und jetzt hat er eben dort unterschrieben in LA. Darum geht es gleich auch noch mal ein bisschen ausführlicher. Aber die Celtics wollten ihn halt auch haben. Und dadurch, dass die Celtics eben Drummond nicht bekommen haben, das Schlagzeug nicht bekommen haben, deswegen ist es so, dass also die Celtics jetzt DeMarcus Cousins haben wollen, angeblich. Ja, ja, DeMarcus Cousins auf jeden Fall, meiner Meinung nach, und wahrscheinlich auch ist es auch die Meinung vieler anderer, ein nicht ganz so guter Spieler wie Andre Drummond, vor allem jetzt ja, seitdem Boogie Cousins eben nicht mehr in seiner Prime ist, wie zum Beginn seiner Karriere, ne, die ersten Jahre in Sacramento bei den Kings, die waren auf jeden Fall krass, aber seitdem, ne, dann kamen die Verletzungen, dann war er ja auch bei den Warriors, wo ja dann die Verletzung kam, dann ist er zu den Lakers gewechselt, wo er gar nicht gespielt hat, also nicht ein einziges Spiel absolviert hat. Ja, jetzt bei den Rockets hat er ein bisschen gespielt und ist dann aber auch dann durch Ejections, ne, also sprich, wurde er dann rausgeworfen, eben aus den Spielen, weil er ein bisschen zu viel Lärm quasi gemacht hat. Können die Celtics auf jeden Fall probieren, ob man ihn jetzt auf eine Ebene quasi mit Drummond stellen sollte, das sei ja mal dahingestellt, ne? So, die Celtics haben versucht, Nikola Vucevic, der ja von den Orlando Magic zu den Chicago Bulls jetzt eben getradet wurde, bei der vergangenen Trade Deadline. Ja, die Celtics haben es auch hier probiert, einen Center zu holen, einen Big Man, haben ein paar Erstrunden-Picks angeboten halt für den NBA-Draft, aber die Magic haben es abgelehnt. Davor habe ich schon darüber gesprochen, jetzt noch ein bisschen ausführlicher. Andre Drummond, der bei den Cleveland Cavaliers gespielt hat, ein bisschen hat er davor auch bei den Pistons gespielt, unter anderem, und hat jetzt also bei den Los Angeles Lakers unterschrieben, was auf jeden Fall eigentlich eine ganz gute Idee ist. Marc Gasol ist ja so ein bisschen, ne, sehr inkonsistent, also da habe ich mir ein bisschen mehr erwartet von ihm, halt auch natürlich vom Namen her. Und der andere Center, Montrezl Harrell, ja, der spielt auf jeden Fall sehr, 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 sehr gut. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Spieler. Seine Defense ist jetzt auch nochmal besser geworden. Und deswegen ist auf jeden Fall jetzt, finde ich, eine ganz gute Idee auf jeden Fall gewesen, Drummond zu holen. Und jetzt gucken wir uns mal zwei kleine Videos an zu Drummond. Laker Nation, it is Andre Drummond. Hope you guys are all well. I am so, so excited to be here. And hopefully get to see you guys in the stands soon. Just blessed and honored to be here and help this team get back to a championship run again. And stay tuned. It's going to be a good one. It'll be a real good one. Ja, er ist auf jeden Fall, man hat es auf jeden Fall gesehen, er ist auf jeden Fall sehr, sehr happy. Ne? Er sieht sehr, sehr glücklich aus. Ja, er wird auf jeden Fall auch Bock haben, ne? Weil es ist ja gar nicht so unwahrscheinlich, dass die Lakers, natürlich gibt es auch ganz sehr, sehr viele andere gute Teams, ne? So will ich das jetzt nicht sagen, aber die Lakers haben auf jeden Fall ganz gute Chancen, einen weiteren Titel einfahren zu können. Und Drummond wird auf jeden Fall eine wichtige Rolle einnehmen und wird die auch eine wichtige Rolle haben müssen. Und dann schauen wir jetzt nochmal uns ein anderes Video an von Spectrum Sportsnet, da wurde er nämlich interviewt. Spectrum Sportsnet ist nämlich der Sender, der die Lakers-Spiele alle überträgt. Gucken wir jetzt mal so ein bisschen rein ins Interview mit Drummond. You know, for me, I'm just here to help in any capacity it may be. I'm not here to do anything besides win. So I think playing with those guys are gonna really benefit my game. Be able to allow them to play their game and have a third person to, you know, cause havoc in the paint. Ja, also wir haben uns jetzt ja nur einen Teil davon angeguckt, aber er hat auf jeden Fall gesagt, dass er nicht dort ist,
um irgendwas anderes zu tun, als zu gewinnen. Bedeutet also, er will gewinnen und ja, das sollte er auf jeden Fall auch wollen, sagen wir es mal so. Langjähriger Spieler der NBA, Al Horford, ist ja bei den Oklahoma City Thunder und da wird jetzt auf jeden Fall für den Rest der Saison draußen sitzen. Ja? Also jetzt nicht wegen einer Verletzung, sondern einfach, weil Moses Brown richtig gut spielt und Moses Brown hat jetzt auf jeden Fall einen Vertrag bekommen über mehrere Jahre hinweg. Also ihr seht es hier auch, letztens in einem Spiel Moses Brown, krasse Statistiken auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall jetzt nicht unbedingt ein Spieler, den man jetzt so auf dem Schirm hat. 21 Punkte, 23 Rebounds, 2 Turnover nur und auch nur 2 Würfe, die nicht reingegangen sind. Also das war wahrscheinlich dann ja der Grund, warum sie ihm das angeboten haben, den Vertrag, und er hat jedenfalls auch unterschrieben. Er ist ja per Trade von den Philadelphia 76ers gekommen zu OKC und ja, die Thunder sind auf jeden Fall in so einem kleinen Rebuild drin, wollen natürlich vor allem eben die ganzen jungen Spieler, wie zum Beispiel Shai Gilgeous-Alexander, wollen die auf jeden Fall so ein bisschen ja, weiterentwickeln und das ist auf jeden Fall dann sehr, sehr vorteilhaft, wenn dann eben jemand wie Al Horford dann eben weggeht und ja. So, übrigens noch eine kleine Nachricht von den Thunder. Die haben nämlich Austin Rivers gewaved. Und bei Rivers ist es jetzt sehr wahrscheinlich, dass er zu den Milwaukee Bucks wechselt und da eben einen neuen Vertrag unterschreibt. Die Memphis Grizzlies haben Jokey Chang gewaved. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Ich habe 1000 Versuche gebraucht. Ja, und er wird bei den San Antonio Spurs unterschreiben. Ja. Ja, die Lakers werden eventuell Avery Bradley bei sich unter Vertrag nehmen. Bradley hat auf jeden Fall vor der Saison 19/20 bei den Lakers einen Vertrag unterschrieben. Ja, dann kam natürlich dann der große Corona-Break. Ein paar Monate war also nichts los. Es wurden also keine Spiele in der NBA ausgetragen. Und als es dann wieder losging, mussten ja alle dann in die sogenannte NBA-Bubble gehen, ins Disney World nach Florida. Bradley hat dort nicht teilgenommen, wegen seinem 6 Jahre alten Sohn. Ja, sein 6 Jahre alter Sohn Liam, hier steht es nämlich bei Wikipedia, hatte in der Vergangenheit Schwierigkeiten, sich von Atemwegserkrankungen zu erholen. Und deswegen fanden also die restlichen Spiele dort ja, ohne Bradley Beal dann eben statt. Bradley Beal, sage ich schon. Ich bin so durch. Ohne Avery Bradley statt. Dann zur neuen Saison hat er dann bei den Miami Heat einen Vertrag unterschrieben und am 25. März, also noch gar nicht so lange her, wurde Bradley dann zusammen mit Kelly Olynyk und einem Draft-Pick-Swap von 2022 im Tausch gegen Victor Oladipo an die Houston Rockets. Wir sind übrigens kurz vorm Ende. Doc Rivers glaubt übrigens, dass er die Clippers-Franchise zum Besseren verändert hat. Und damit die letzte Nachricht für heute, und zwar Aaron Gordon hat ja bei den Orlando Magic gespielt, wurde jetzt zu den Denver Nuggets getradet und weil die Magic ja so einen kleinen Rebuild machen wollen, also ihr Team neu aufbauen wollen. Dadurch ist er unter anderem eben auch Vucevic weggegangen und eben auch Gordon. Und er sagt, er hat die jetzt von der Doppel-Null hat er jetzt seine Nummer zur 50 gewechselt. Und er sagt, er hat das Ganze nämlich geändert, weil er ja zweimal am Dunk-Contest teilgenommen hat. Beide Male hat er nicht gewonnen, aber er hatte da auf jeden Fall 50 Punkte bekommen in einigen Runden. Und aus diesem Grunde, weil er eben auch beide Male nicht gewonnen hat, deswegen hat er einfach die 50 genommen. Ja, ob das jetzt lustig sein soll, ich weiß es nicht. Ja gut, ich habe keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Jedenfalls war es jetzt hier mit dem heutigen Video.
Wenn euch das neue Format Timeout News, das zusätzliche Format quasi zu Timeout, gefallen hat, dann gebt natürlich einen Daumen nach oben. Es gibt natürlich Themen, wo man ein bisschen mehr rüber reden kann. Es gibt auch Themen, wo man ein bisschen weniger rüber reden kann. Aber ja, wie zum Beispiel jetzt bei der Sache mit Aaron Gordon, aber bei Schröder oder Drummond oder so habe ich zum Beispiel auch ziemlich viel geredet. Ja, ich werde es auf jeden Fall jetzt immer machen, wenn es ganz gute Nachrichten gibt. Ne? Also, das war's. Wie gesagt, mit dem Video lasst ein Like da, abonniert diesen Kanal hier, Jofi, abonniert auch meinen anderen Kanal, JF. Wie gesagt, beide Kanäle abonnieren, Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und damit bis zum nächsten Mal und ciao. Immer wenn ich das so sehe, irgendwas im Fernsehen oder so, sind immer richtig krass ausgelegt. Guck mich hier mal an. Oder generell, wenn ich immer irgendein gutes YouTube-Video angucke, alle sind richtig gut ausgelegt und ich hier hab so richtig billiges Licht. Mann, wen zum Fick interessiert Baseball, egal. Oh, schaffe ich das hier reinzuwerfen? Okay, so könnte ich natürlich schaffen, aber ich mach mal so. Na, also ich versuche jetzt mal so reinzuwerfen in den Korb da oben. Gucken, ob ich schaffe, also hier nicht, sondern da. Ja, ich hab's geschafft. Ach ja, Freunde, neue Challenge, wenn ihr auch einen Basketballkorb habt, einfach nur Durstlöcher kaufen, einen Karton und dann bang, den reinwerfen. Neue Challenge, ich nenne sie Challenge.